The Spirit Podcast in der Redaktion und vor dem Mikrofon Andreas Kollos. Wie Sie den Spirit in Ihr Leben holen können, das erfahren Sie hier im Podcast. So, hallo ihr lieben Leute da draußen, die zusehen und oder zuhören. Schön, dass ihr dabei seid. Heute haben wir ein ganz, ganz lecker riechendes Thema. Schade, dass ihr das nicht mitriechen könnt, aber das kann man ja schnell ändern. Und dafür habe ich heute einen sehr netten Experten bei uns eingeladen, den Manuel Schmidt. Ja, und der Manuel erzählt uns ein bisschen was über ätherischen Öle, was die können und woher die kommen. Und ja, einfach mal erzähl mal, Manuel. Ja, danke Jana für die Einladung heute. Danke auch an Andreas. Und genau. Wir wollen ja so ein bisschen über ätherische Öle und über Charisma sprechen. Und ich finde, es passt sehr gut zusammen. Denn ich habe, das ist bestimmt schon 12 Jahre her, da habe ich in Heilsteinläden oder in so Biomärkten, da bin ich immer mal über so Regale mit ätherischen Ölen gestolpert. Und ich dachte mir, oh, das klingt ja interessant, ätherische Öle. Und dann habe ich dann aus dem Regal habe ich dann so ein Fläschchen rausgenommen und habe mir das angeschaut und irgendwie dachte ich mir so, nee, das ist es irgendwie nicht. Und dann habe ich es gerade wieder ins Regal gestellt. Und das hat immer furchtbar gerochen, fand ich. Also das war cool. Ich habe es ja noch nicht mal gerochen. Ich hatte ja nur das Fläschchen in der Hand. Okay. Ich habe es immer geschnuppert und dachte, das müsste doch eigentlich gut riechen. Dann wieder hingestellt, nee, pfui. Irgendwie dachte ich mir, also das ist es nicht, obwohl es mich immer wieder angezogen hat. Ätherische Öle hatten mich Naja, und dann war ich 2 Jahre später, das ist jetzt 10 Jahre her, war ich bei einer Heilpraktikerin zu Besuch, denn ich hatte Jahre vorher schon regelmäßig bei ihr Zeolit zum Entgiften von Schwermetallen und auch von Impfrückständen gekauft. Ja. Bei ihr wusste ich, das ist eine Heilpraktikerin, die hat einen Online-Shop und bei der wusste ich, die hat diese Produkte, die sie verkauft, hat die auf Herz und Nieren geprüft. Also das ist ja manchmal so paradox, du kaufst Zeolit, ja, und dann später hörst du dann, Zeolit ist oftmals, je nachdem, wo du das kaufst, ist es auch schwermetallbelastet. Also, ja, mit Blei, ne, und so, habe ich auch. So, und bei dieser Frau wusste ich, die Qualität stimmt. So, und dann bin ich bei ihr einfach auf der Durchreise stehen geblieben, um zu schauen, was hat die Frau denn noch so alles, weil ich kannte nur das Zeolit von ihr. Und da gab die mir als allererstes Pfefferminzöl, ätherisches Pfefferminzöl zum Trinken. Ich dachte, ätherisches Öl zum Trinken, normalerweise ist das doch total giftig und so, das kann doch nicht sein, was ist denn hier? Aber ich wusste ja, okay, der Frau kann ich vertrauen und ich probiere das. So, und dann haben wir das probiert und das war der intensivste Pfefferminzgeschmack, den ich je gekostet habe. Ich meine, Pfefferminztee kennt man ja, aber das war ein absoluter Witz im Vergleich zu der Intensität, die mich da überrascht hat. Ein Tropfen auf 1 Liter Wasser und das war so erfrischend und so wunderbar intensiv, dass ich dachte, also sowas kenne ich nicht. Ja, das war komplett neu für mich. Und da wusste ich dann, okay, also das scheint was ganz Besonderes zu sein. Und und dann sind wir bei ihr dann in die Praxis rein und da hat sie dann kinesiologisch verschiedene Öle ausgetestet und für mich kam dann das Zedernholzöl. Das kam dann zum Vorschein. Und das ist das gewesen, was mir damals half, quasi im Alltag bei mir zu bleiben, meinem Weg treu zu bleiben, weil diese Baumöle, gerade dieses Zedernholzöl, das vermittelt eine Stärke. Die Zeder, die wird ja immer stärker und wächst immer tiefer und höher und also die verwurzelt sich immer mehr und verbindet sozusagen dich mehr mit der Erde und gleichzeitig auch mit deinem höheren Selbst mehr, wenn du das inhalierst. Und da, seit dem Moment war ich verliebt und bin ich verliebt in ätherische Öle und wende die jeden Tag an für alle möglichen Bereiche im Alltag. Und das ist was man auch mit Charisma erklären kann. Ich hatte damals, als ich dieses erste Mal von irgendeiner anderen Firma, wo ich ja nicht wusste, was ist das für eine Qualität, das ist zwar ein Bioladen, das muss ja eigentlich was Gutes sein, aber ich wusste ja den Hintergrund nicht. Und ich hatte nur das Fläschchen in der Hand und ich dachte mir, nee, das ist es nicht so. Und bei dieser Heilpraktikerin, da wusste ich dann, okay, jetzt bin ich am Ziel angekommen. So, das ist das, was ich gesucht habe. Und später habe ich dann festgestellt und auch erklärt bekommen, was überhaupt der Hintergrund ist. Und zwar sind das die ätherischen Öle vom Weltmarktführer für reinste und feinste Qualität. Das ist die Firma Young Living und die ätherischen Öle werden glücklicherweise im Empfehlungsmarketing weitervertrieben, weil die sind zu hochwertig für normale Läden, weil die erklärungsbedürftig. Die müsste man im Laden erklären können. Und da gibt es keinen, der einfach diesen enormen Qualitätsunterschied erklären kann.
Und deswegen kriegt man die nur über Empfehlungsmarketing. Über so. Was unterscheidet jetzt so diese Bioöle? Man denkt ja, Bio, das ist das Höchste. Was ist da der Unterschied zu Young Living jetzt genau? Ich habe mal jemanden kennengelernt, der zertifiziert Bio, also Bio-Bauernhöfe, Bio-Bauern quasi. Und den fragte ich mal, weil ich wusste das nicht. Ich habe den gefragt, ja, wie sieht es denn aus, wenn jetzt ein Bauernhof 30 Jahre lang Glyphosat versprüht hat oder sonstige Pflanzengifte, ja? Ab wann zählt denn dieser Betrieb als Biobauernhof? Und dann hat er mir erklärt, und da bin ich aus allen Wolken gefallen, der sagte, naja, wenn die 3 Jahre lang keine Gifte auf die Felder gesprüht haben, dann können die gerne als Biobauern von uns zertifiziert werden, denn dann finden wir da nichts mehr. Okay, also wenn man nichts findet, dann ist da nichts. Ich weiß nicht, welche Maßstäbe die haben, aber ich habe ja schon. Ja, das variiert ja, ne? Genauso wie beim Wasser, da wird auch immer der Maßstab angehoben. Genau. Und dann passt das schon. Ich weiß nicht, welche Maßstäbe die haben, aber ich habe schon mal was von Homöopathie gehört und ich bin davon überzeugt, dass das funktioniert, weil das funktioniert ja auch bei Tieren, die Homöopathie. Ja. Und deswegen denke ich mal, wenn man da richtig messen würde, würde da was nachweisbar sein. Und ja, und bei Young Living ist es halt so, da werden die Pflanzen, die halt für diese ätherischen Öle dann halt gebraucht werden, die werden auf firmeneigenen Böden angebaut oder auf Böden von Vertragsbauern, die alle vorher erst getestet werden, bevor da überhaupt irgendwas angebaut werden darf, ob die wirklich frei von Spritzmitteln, von Düngemitteln aller Art sind. Und nur dann, wenn da wirklich nichts nachweisbar ist, naja, dann werden da die Pflanzen angebaut und auch nur mit hochwertigem Kompost und mit sauberem Wasser halt eben unterstützt in Wachstum. Und das allein ist schon ein ganz, ganz, ganz hoher Maßstab, den man kaum finden kann. Und dann ist es halt so, dass halt eben hier bei Young Living ist so, da werden diese einzelnen Pflanzen, die werden halt, die müssen ja destilliert werden. Also die meisten ätherischen Öle werden durch Destillationsprozesse gewonnen. Und da ist es so, dass bei möglichst niedrigem Druck über einen langen Zeitraum destilliert wird und das auch bei möglichst niedriger Temperatur, sodass du nicht nur das feinste Pflanzenmaterial und auch das sauberste Pflanzenmaterial am Ende hast, sondern auch molekular gesehen wird durch die Destillation möglichst nichts zerstört, sodass du wirklich die höchste Qualität, die überhaupt erreichbar ist, dann später in diesen Young Living Fläschchen drin hast. Ja. Die Besonderheit ist halt eben, dass hier nichts gestreckt ist. Es gibt ja viele Firmen, auch so Biofirmen, die halt schon auch das Öl strecken. Auch wenn draufsteht 100% reines ätherisches Öl, dann darf es trotzdem gestreckt sein. Es ist erstmal nicht so schlimm, wenn da nur Alkohol mit beigemischt ist, aber du willst ja möglichst mit diesen ätherischen Ölen das reinste Öl haben und nutzen und einsetzen, weil das sind ja nicht nur irgendwelche Substanzen, irgendwelche Pflanzenwässer, sondern das ist ja, es ist beseelt. Ja? Also wenn das wirklich sauber in dem Anbau und in der Destillation verarbeitet wird, dann ist das eine beseelte Flüssigkeit quasi. Man könnte sagen, die Seele der Pflanze, und mit der kannst du in Kommunikation gehen und die kannst du dann in dir selbst wirken und arbeiten lassen. Und das wäre halt. Das heißt, die Frequenz sozusagen des Öls geht auf deinen Körper über und dadurch erhöhst du praktisch deine eigene Frequenz und fühlst dich besser und wirst automatisch charismatischer, logischerweise, oder? Du hast eine andere Ausstrahlung dann, genau. Ja. Also ich meine, wenn du dir vorstellst, dass du das reinste ätherische Öl inhalierst, ja, und es dann halt durch nach 3-4 Sekunden schon durch die Blut-Hirn-Schranke durchgeht und im limbischen System, da wo die Emotionen gespeichert sind, schon direkt Veränderungen, positive Veränderungen bewirken kann, dann ist es so, dass du erstens dich mit reinster Natur verbindest, vielleicht erstmals wieder zurückverbindest. Viele Leute in der Stadt oder so, die haben ja kaum noch überhaupt noch einen Kontakt zur Natur. Ja. Aber gleichzeitig ist auch so, dass du natürlich dich dadurch, dass du dich mit der reinen Natur in dieser Intensität wieder verbindest, ist es natürlich auch so, dass du dich selbst wieder mehr mit deiner eigenen Natur wieder verbindest. Und das ist das, wo diese Öle ansetzen. Weil die sind so ein ätherisches Öl, wenn es halt hier Pfefferminz zum Beispiel, ja. Wenn es so intensiv ist, dass halt ein Tropfen so stark wie 30 bis 40 Tassen Tee wirkt. Und wenn du diesen einen Tropfen auf der Hand hast und den dann verreibst und inhalierst, dann ist es so, dass der in ganz tiefen Schichten arbeiten kann und die Seele berührt. Ja? Und deswegen wird dein System Schritt für Schritt immer mehr geklärt, nicht nur durch die Handinhalation, die natürlich super intensiv ist, sondern auch im Grunde, auch wenn du einen Diffusor anhast und der halt ja, diese... Ja, genau so wie deiner da hinten. Ne? So, der da, ja, hier hinten ist ein Öl. Genau, ein Öldiffusor, genau.
Ja, der ist auch super leise. Den kann man auch im Schlafzimmer anwenden. Und wenn du halt einfach stundenlang diese ätherischen Öle um dich herum hast, dann arbeiten die sozusagen dezent wie so ein, ja, es ist ein Duftteppich, ein Geruchsteppich, der quasi ja pausenlos quasi von dir ein- und ausgearbeitet wird und in dir und mit dir und um dich, in deiner Aura, in dir drin und in dem, was du ausstrahlst, quasi wirkt und wirken kann. Das reißt ja auch alle anderen sozusagen mit, ne? Wenn du diese Aura ausstrahlst, das ist ja für alle was Gutes praktisch. Genau, das ist auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Ich meine, Charisma kann man ja auch als Geschenk übersetzen. Ja. Und wenn das jeder Mensch so sehen würde, ja, wenn jeder Mensch sagen würde, okay, das, was ich nach draußen ausstrahle, das ist mein Geschenk ans Umfeld, das ist mein Geschenk an alle anderen Wesen, an die Lebewesen, an die Tiere, an die Menschen, denen ich begegne im Leben, auch an die Natur, die ich erlebe, ja, dann wäre das so, dass jeder versucht, also das ist so, das denke ich mir so, aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass eigentlich jeder dann versuchen würde, doch das, was er ausstrahlt, so positiv, so schön wie möglich zu machen. Und wenn das jeder machen würde, dann hätten wir eine komplett veränderte Welt. Ja, dann wäre die Welt schon anders. Nur das wissen halt so wenige Menschen. Ja, weiß nicht, ob es vielleicht 20, 30% der Menschen wissen und dass das vielleicht gerade die Leute sind, die auch ja, selbstbewusst, eigenverantwortlich mit sich selbst umgehen und arbeiten an sich selbst, sodass sie halt sich selbst verfeinern und vielleicht entfalten, also auseinanderfalten können und wieder zu dem werden, was sie wirklich eigentlich sind und was sie eigentlich verkörpern wollen, was eigentlich ihre Seele hier in dem Körper zum Ausdruck Ja, bringen was möchte. man eigentlich ist, sozusagen von der Geburt an, ist man ja, sage ich mal, lieb und nett und einfach nur, man hat ja nichts Ne- Negatives in sich. Das wird ja dann von außen in einen einprogrammiert. Und als ich diese Öle kennengelernt habe, dann dachte ich, Mensch, das ist ja genau die, sage ich mal, Hilfe vom Universum, auf die wir gewartet haben, dass wir uns halt wieder zu unserem Ursprung wiederfinden. Das ist genau der Punkt. Das ist nämlich die Rückverbindung zu unserem eigenen Selbst und die Rückverbindung zur Natur. Das ist das, was wir jetzt meiner Meinung nach brauchen, um wieder mehr ins Herz kommen zu können, um wieder mehr vom Herzen geführt den Weg gehen zu können, den wir nicht nur individuell, sondern auch als gewisse Gruppe von Menschen jetzt gehen sollten, um halt das Ruder rumzureißen und um die Zukunft in eine positive, in eine friedvolle, in eine menschengerechte, in eine lebenswerte Zukunft umzuwandeln. Und da sind diese Öle eigentlich unschlagbar. Gut, ich meine, es gibt so psychoaktive Substanzen aus dem Urwald, aber mit denen bist du eigentlich nicht alltagsfähig. Ja, aber diese ätherischen Ja, und Öle die sind hier bei uns auch sind nicht, verboten. genau, glücklicherweise verboten, weil damit kannst du nicht Auto fahren. Aber jetzt hier mit so einem Nee. Weihrauchöl zum Beispiel, Ja. damit kannst du so schon sehr kraftvoll, aber trotzdem noch so, dass du auf jeden Fall im Alltag fähig bist, vielleicht sogar noch viel mehr fähig bist, wieder in deiner Mitte zu sein, lebendiger sein und wirken. Ja. Ja. Also du hast ja auch so ein paar Öle jetzt schon. Wie wär's denn, wenn Ja, du, klar. lass uns mal so ein Experiment machen. Wie wär's denn, wenn du einfach mal blind, also wirklich jetzt ohne dahin Ja, zu schauen, okay. einfach Ich mal zu versuche deinem, nicht. Ja. greif einfach mal das Öl, Okay. von dem du spürst, okay, das ist jetzt das, was du jetzt ausprobieren möchtest. Und dann vertropf dir doch mal einen Tropfen auf die linke Hand, ohne zu gucken, was es ist. Mal schauen, ob du das hinbekommst. Ja, du passt auf, dass ich das nicht daneben tropfe, aber egal, ist auch nicht Ich schlimm. passe auf, genau. So, okay. Genau, in die linke Hand, so ein bisschen durch die Auraschichten durchtropfen. Ja, Jo, es war schon, da kam das schon was. waren drei, also brauche ich drei Tropfen. Okay, So, so. und jetzt dreimal im Uhrzeigersinn, also rechts rum verreiben, genau, das bringt das Öl in den Einklang mit deinen körpereigenen Schwingungen. Okay, So, und und jetzt? jetzt mal mit geschlossenen Augen einfach mal so 20, 30 Sekunden inhalieren. Und dann schauen wir mal, was bei dir passiert. Also es war schon auf der Hand leicht frisch. Da ist wahrscheinlich Pfefferminze dran. Ne? Kann sein. Heute ist auch so heiß, da brauche ich die Pfefferminze wahrscheinlich ganz dringend. Ich glaube, Zitronengras. Das ist auf jeden Fall sehr erfrischend. Was macht es denn mit dir, wenn du das riechst? Also Also es öffnet die Lunge ziemlich gut, weil heute haben wir echt so ein drückendes, warmes Wetter. Und ich habe heute den ganzen Tag schon das Gefühl, mir fehlt einfach der Sauerstoff. Und jetzt ist es so, als ob ich mehr Sauerstoff bekomme. Und
Ja, ist einfach nur erfrischend, angenehm und die Lunge weitet sich. Mein Gehirn klärt sich. Wow. Ah, darf ich jetzt gucken, was das ist? Ja, sag uns, was es ist. Oh, das war, Moment, das war, das da, kannst du es lesen? Moment. Das ist Young Living Purification. Genau. Purification. Lass mich dir mal vorlesen, wie das beschrieben ist bei Young Living. Ja. Hier steht, diese frische, wohlriechende Ölmischung besteht aus 6 erdigen und dynamischen ätherischen Ölen, die zusammen die ultimative Waffe gegen unliebsame Gerüche sind. Zitronella, Zitronengras, Lavandin, Rosmarin, Myrte und Teebaum arbeiten hervorragend zusammen für einen spürbar frischen Duft. Das ist eine geniale Mischung, um alles wegzureinigen, was irgendwo nicht hingehört. Also gerade auch so schlechte Gerüche. Das kann man überall halt auch mit so einem Diffusor kann man das vernebeln, einfach wenn du wieder einen klaren Geruch im Raum haben möchtest. Ja. Und dadurch diese klare Energie einfach halt auch haben möchtest. Gerade für so Meditation natürlich super, weil du willst ja auch einen klareren Zugang zu deinem höheren Selbst haben. Und deswegen ist das super sinnvoll, zum Beispiel dieses Purification im Diffusor, im Meditationsraum oder wenn du es dir auf die Hand drauf, so wie du es gerade gemacht hast und dann inhalierst. Aber ich würde das auch gerade vor dem Inhalieren, würde ich das noch in der Aura überall verfächern. Also rund um hier herum, damit du auch dann schon von außen her ein klareres Bild von klarere Energiestruktur der Aura hast und dann, wenn du es dann inhalierst, dann wirkt es halt nochmal von innen nach außen. Die also Füße auch? Nicht wundern, ich mache auch unten haben wir auch eine Aura. So. Füße sind super, klar. Füße sind immer perfekt für die ätherischen Öle. Ja. Und das ist beim was, womit... Beim Kochen kann man das bestimmt auch gut verwenden, wenn man so was Komisches oder unangenehm riechendes wie Fisch oder wie Zwiebeln mit Knoblauch zusammen brät. Also meine Freundin riecht nicht gern Bärlauch und ich esse gerne Bärlauch. Deswegen immer, wenn es Bärlauch gibt, muss sofort der Diffusor in die Küche Purification reingemacht und dann riecht es wieder lecker. Ja. Und dann ist alles wieder in Butter. Ja, noch besser als wie in Butter. Ja. So diese Kraft von Purification. Das ist schön, dass du das gezogen hast, weil das halt gerade für dieses Charismatische einfach, dass du halt nach außen hin eine klarere Energie ausstrahlst, ist das wirklich eine echt schöne Ölmischung. Ja. Auch. Wenn wir gerade beim Thema sind, also die gerade diese Ölmischungen, die wir im Sortiment haben, die sind durch diesen netten Herrn hier, das ist der Firmengründer von Young Living, das ist der Gary Young. Mhm. Ja, das wäre jetzt eine zu lange Geschichte, um die ganze Geschichte zu erzählen. Ja. Der hat einfach eine richtig schlimme Leidensphase hinter sich gehabt und hat daraufhin dann irgendwann auch ätherische Öle entdeckt, einfach als Unterstützung für unsere Gesundheit. Und der war irgendwann dann so verbunden mit der Schöpfung und so feinfühlig, dass wenn Leute zu ihm kamen und gefragt haben, boah, ich habe dieses und jenes, wofür ich eigentlich ätherische Öle gerne einsetzen würde, aber ich weiß nicht welche und gibt es da eine Ölmischung? Und wenn er sagte, wir haben da noch keine Mischung, ich muss mal raus telefonieren. Dann ist er rausgegangen und hat telefoniert. Okay. Er hat dann sein Pferd gesattelt und ist durch Amerika geritten und kam nach 2 Stunden zurück. Und dann hat er ein ganzes Rezept gehabt mit ganz vielen Ölen, die in der und der Reihenfolge so und so zusammengemischt gehören, um halt dann eben diese und jene Wirkung zu entfalten. Mhm. Deswegen sind diese Ölmischungen, auch zum Beispiel jetzt hier dieses Purification, was du gerade gezogen hast, oder hier dieses RC, diese Ölmischung, die wir haben, die gehen halt auf diese Eingebungen zurück, die der Gary Young bekam. Mhm. Und deswegen, wenn du jemanden kennst, der wirklich richtig, richtig hellsichtig ist oder wenn du es bei dir schon so weit entfaltet hast, dann kannst du den Leuten die Fläschchen in die Hand geben und die können dir direkt sagen, was das für eine Wirkung hat. Und fast genauso steht es auch im Produktkatalog, weil Young Living halt eben kein Marketing-Gag ist, sondern da steht drauf, was drin ist. Und das ist das Geniale hier. Also hier brauchst du keinen Aromatologen, der dir jetzt spezifisch für deine Belange was anmischt, sondern du gehst einfach und guckst im Produktkatalog und dann findest du schon die perfekte Ölmischung und die kannst du direkt anwenden und die wird das bewirken, was draufsteht. Das passt einfach immer. Ja, und wo du gesagt hast, dass er Gary Young hat ja diese Öle produziert, aber die Öle sind ja eigentlich uralt. Man hat ja schon bei den Ägyptern und wo auch immer alle möglichen Öle gefunden. Die sind ja auch ewig haltbar. Die waren irgendwie uralt. Also es ist eigentlich wieder so eine Neuentdeckung und wieder so dieser Rückgang
zu unserem Ursprung, was wir vergessen haben. Genau, also es gab im alten China schon, es gab in Indien, es gab in Ägypten, in Babylon, es gab im alten Griechenland, es gab im Mittelalter in Frankreich, es gab immer wieder Epochen, in denen halt eben ätherische Öle entdeckt wurden und eingesetzt wurden im Alltag. Also da gab es Salbungszeremonien, es gab, selbst in der Bibel stehen ganz viele so Salbungen auch drin, wo ätherische Öle verwendet wurden. Und ja, also die Menschheit wusste immer wieder oder wurde immer irgendwie daran erinnert, es gibt diese ätherischen Öle, die kann man so und so destillieren und dann kann man die einsetzen und kann dieses und jenes bewirken. Und das Spannende ist halt eben, dass zum Beispiel der Gary Young, der war in Ägypten unterwegs und da wurde ihm durch einen Einheimischen, wurde ihm so ein verborgener Raum gezeigt. Und da war halt einiges in Hieroglyphenform an der Wand und das hat er dann fotografiert und hat sich das dann zu Hause übersetzen lassen. Und da waren so altägyptische so Zeremonien und Prozesse halt eben abgebildet, wie das früher gehandhabt wurde. Und er hat dann zum Beispiel, der Gary Young, der hat so altägyptische Destillationsgefäße, hat er untersucht und hat festgestellt, okay, da ist sogar der goldene Schnitt damals schon drin gewesen. Mhm. Sowas wussten die damals schon. Und deswegen auch beim Destillieren ist bei Young Living so, dass du halt diese modernste Technologie kombiniert mit diesem alten Wissen, auch wieder mit dem goldenen Schnitt und so weiter und so fort, das hast du bei Young Living, weil es einfach wirklich darum geht, die Firma ist so ausgerichtet, dass du in den Fläschchen die höchstmöglichste Qualität, die Natur uns bietet, dann später in diesen Fläschchen drin hast. Das ist die einzige Firma, die ich kenne in dem Bereich, die nicht profitorientiert ist, sondern qualitätsorientiert. Ja, das ist auch, ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil da muss ich auf dieses Starter-Set mal zurückgreifen. Ich meine, es ist ja, ich halte das mal ganz kurz, mal in die Kamera, das sieht auch ganz hübsch aus. Zwei Öle fehlen, aber naja, gut. Das ist ja so, dass mit diesem Starter-Set die Firma uns diesen Diffusor, der dahinter hinter dir steht, einfach mal schenkt. Ne? Der kostet ja schon ein bisschen was und mit dem Starter-Set kriegt man das einfach so, hier, bitteschön, benutzt es und erhöht eure Frequenz. Ja, also das ist ein sehr hochwertiger Diffusor, das ist richtig und der hat verschiedene Farbfunktionen, die du halt einstellen kannst. Du kannst auch die Farben, also das Licht auch ausmachen, sodass du den im Schlafzimmer auch super im Dunkeln betreiben kannst. Wie gesagt, sehr leise auch. Ja. Und er hat auch verschiedene Intervallfunktionen oder halt läuft an einem Stück, je nachdem, wie du das einstellst. Und der Hintergrund ist der, warum du den geschenkt bekommst bei dem Starter-Set. Weil in diesem Set, das sind von vornherein schon die 12 wichtigsten Öle, die am meisten im Alltag eingesetzt werden, drin. Und die bekommt man ja, wenn man sich dann später jetzt nach dem Interview zum Beispiel bei dir melden würde, wenn man irgendwie interessiert ist, dann bekommt man die bei uns zum Einkaufspreis, diese 12 Öle. Ja. Und als Geschenk dazu ist dieser Diffusor, den Young Living dazu schenkt, weil die Firma denkt sich, okay, wenn jetzt jemand wirklich die 12 wichtigsten Öle zu Hause hat und er diese Öle nicht einfach nur im Schrank stehen hat und dann irgendwann vergisst, sondern wenn er die mit dem Diffusor tatsächlich im Alltag auch einsetzt, dann wird derjenige merken, dass die wirklich einen unglaublich guten Nutzen und Wert haben und dass man sich selbst besser fühlt. Dass es total kinderleicht ist in der Anwendung, dass es selbst Kinder können. Ja. Genau. Dass es dir sofort irgendwie anders, besser geht, dass du eine andere Schwingung im Raum erzeugst, dass du eine andere, gleichzeitig auch mit der Farbe noch arbeiten kannst, mit dem Licht halt eben. Und genau, und das ist halt so, dass Young Living an dem Status hat gar nichts verdient. Aber wenn jemand dann irgendwie merkt, boah, das tut mir so gut und das auch und da gibt es vielleicht noch was anderes, was ich entdecken möchte und so, dann würde Young Living halt bei einer zweiten Bestellung, würden die dann was verdienen. So. Aber das ist es denen wert. Das ist denen wirklich wert, weil die Motivation überhaupt von Young Living ist, sie wollen die Leute begeistern, dass irgendwie ätherische Öle in jedem Haushalt der Welt eingesetzt werden. Und das geht halt am leichtesten, wenn du die so günstig wie möglich rausgibst und wenn die höchste Qualität haben. Die sind natürlich ihren Preis wert. Also das ist natürlich nicht vergleichbar mit irgendwelchen Billigölen, die meistens komplett nur synthetisch sind, weil das ist die reinste Qualität an ätherischen Ölen. Aber wenn du die hochwertigste Qualität hast und wenn du die dann auch noch im Alltag einsetzt, weil du den Diffusor hast, dann wirst du sehen, boah, also das bringt wirklich was und dann wirst du vielleicht auch auf die Idee kommen, die dann auch deinen Freunden zu empfehlen, was du nicht musst. Aber auf jeden Fall, also ich behalte doch nicht etwas nur für mich, was mir so gut gefällt. Und da wollte ich dich mal gleich fragen, ich habe einen Lieblingsduft, dieses eine Tiefs, was ich nicht rauskriege, da ist die Geschichte, da finde ich die Geschichte dahinter, genau, so interessant. Magst du mal ein bisschen was erzählen, weil das ist einfach
Dieses Thieves, genau, Thieves heißt es, wird auf Deutsch die Diebe genannt. Das geht zurück auf eine Zeit im Mittelalter in Frankreich. Dort herrschte die Pest. Und da gibt es die überlieferte Geschichte, dass sich die Gewürzhändler im Mittelalter geschützt hatten vor der Pest. Und die hatten damals halt auch schon ätherische Öle, die sie verwendet hatten. Die hatten sich dann eingerieben mit den Ölen. Die hatten auch solche, das kennt man vielleicht aus gewissen Darstellungen, solche so Schnabelmasken und hatten dann da auch die Kräuter drin, hatten sie überall eingerieben und waren dann halt durch die, zumindest dachten sie das, durch den Schutz der Kräuter und Kräuteröle sind die dann halt rausgezogen und haben dann die Pestopfer ausgeraubt. Das ist immer gut gegangen, die haben sich nie angesteckt, vielleicht auch aufgrund des Glaubens daran, aber möglicherweise auch aufgrund der Wirkung der Öle. Auf jeden Fall war es so, dass die dann irgendwann ins Gefängnis gesperrt wurden, weil das ist irgendwann aufgeflogen. Und dann hieß es, ihr werdet verschont, ihr werdet nicht von uns jetzt hier hingerichtet, wenn ihr uns erzählt, was ihr da für ein Rezept habt, was ihr da einsetzt. Und dieses Rezept, das ist heutzutage in einem Museum in London wiederzufinden. Und der Gary Young, der hat es halt eben nachgebaut mit ätherischen Ölen. Und das ist eigentlich was, was wirklich in jedes, in jede Arztpraxis, in jedem Wartezimmer, im Diffusor diffundiert werden sollte. Einfach, weil es die Schwingung an sich so nach oben hebt, dass es eigentlich jedem Lebewesen da drin besser geht. Außer vielleicht denen, die winzig klein sind, die mögen den Duft halt nicht. Die verziehen sich dann, die gehen dann woanders hin. Ja, genau, wo es das nicht gibt. Schön. Du hattest, okay. Ganz kurz ja. Nur, also da riecht ja jetzt niemand, was da drin ist. Also das ist Zimtrinde. Ah, ja. Das ist die Zimtrinde, das ist die Nelke, das riecht so ein bisschen weihnachtlich, das riecht vielleicht auch ein bisschen, das kennt vielleicht jemand vom Zahnarzt, Nelkenöl wurde früher beim Zahnarzt eingesetzt. Wobei, das ist wahrscheinlich auch schon lange her, das sind wahrscheinlich die älteren Herrschaften, die das kennen. Da ist Zitrone drin und Rosmarin, also das ist eine ganz herrliche Mischung, die im Diffusor, das ist ein absoluter Traum. Und übrigens aktiviert das alle Gehirnzentren. Wenn du das inhalierst, das sind direkt so ziemlich alle Bereiche sind aktiviert und das ist... eigentlich nur bei diesen Gewürzölen so intensiv. Ja. Okay, sehr interessant. Das benutze ich jetzt öfters mal. Weil ich benutze sowieso schon jeden Tag. Öfter geht wahrscheinlich gar nicht. Du hattest da mal am Anfang vor der Aufnahme noch ein schönes Buch gezeigt. Ja, genau. Das ist das kommt nämlich, das spielt auch wieder in dieses Feld des Charismas ein. Und zwar, das nennt sich die Heilkunde der ätherischen Öle. Von Thomas von Rottenburg. Und da gibt es eine Szene oder eine Stelle, die würde ich gerne vorlesen, weil das passt sehr gut zu dem Thema des Kongresses. Und zwar schreibt er, die Wesen der ätherischen Öle stehen auf der Schwelle zwischen irdischer und geistiger Welt. Substanziell gesehen sind sie die geistigsten Substanzen, die es auf der Erde gibt. Man erkennt das an dem geheimnisvollen Umstand, dass ein ätherisches Öl für jeden anders riecht. Wenn wir Kaffee riechen, werden wir uns schnell einigen, womit wir es zu tun haben. Jeder würde mehr oder minder die gleiche Duftnote beschreiben. Das ist beim ätherischen Öl sehr anders. Da kann es passieren, dass eine Gruppe von Menschen ein Öl riecht und die Duftbeschreibungen reichen von blumig über Garagengeruch bis hin zu Katzenurin. Oh mein Gott, okay. Warum ist das so? Was wir im Öl riechen, ist unsere eigene Seelensubstanz. Wir riechen unsere Entwicklungsstufe in dem Lebensprinzip, welches das Öl verkörpert. Je unangenehmer ein Öl für uns riecht, desto blockierter unser Ausdruck seines Lebensprinzips. Es ist ein Akt völliger Hingabe, den die Wesen der ätherischen Öle da für uns vollbringen. Man könnte sagen, das ist ein Geschenk. Das ist das Charisma des ätherischen Öls für uns. Aber kurze Frage zwischendurch. Ja? Also, wenn es mir so dermaßen stinkt, wie soll ich das anwenden? Du hast dann einen Volltreffer gelandet. Und dann wäre es sinnvoll, vielleicht erstmal dezent mit dem Diffusor anzufangen. Dass das erstmal so vielleicht eine halbe Stunde, eine Stunde am Tag im Diffusor ist. Oder dass du vielleicht wirklich nur mal so ein bisschen an der Flasche riechst. Weil die Handinhalation, die könnte vielleicht zu unangenehm, zu intensiv sein. Mhm. Wenn du 10 Leute hast und du vertropfst diesen 10 Leuten das Lavendelöl, dann werden 8 Leute sagen, boah, das ist der absolute Hammer, das ist ja echtes Lavendelöl, das ist der Urlavendel, der riecht so himmlisch. Aber 2 Leute werden wahrscheinlich sagen, das ist doch kein Lavendel, das riecht ganz, ganz ekelhaft. Das ist, wie gesagt, nicht das Öl, was sie riechen, sondern die riechen ihren eigenen Entwicklungsstand. Okay. Und
Und es ist aber also in den letzten Jahren immer so gewesen, dass wenn die Leute 3-4 Wochen dieses Lavendelöl um sich herum hatten oder inhaliert haben, dann lieben die das nach 3-4 Wochen. Das verändert sich radikal und die bestellen sich sofort die Flasche nach, weil die nicht mehr ohne dieses Lavendelöl im Alltag können. Das ist echt, das ist so faszinierend, weil das verändert die Leute. Die Arbeit mit diesen Ölen verändert die Leute. Ins Positive. Natürlich. Muss man schon dazu sagen. Ich runde das gerade noch kurz ab. Ich lese gerade noch den Rest fertig. Ja, klar. Weil das bringt es nochmal, das bringt es echt nochmal auf den Punkt. Es ist ein Akt völliger Hingabe, den die Wesen der ätherischen Öle da für uns vollbringen. Auch wenn wir das nicht zur Kenntnis nehmen. Im Duft, den sie für uns persönlich annehmen, geben sie sich ganz unseren Qualitäten oder Unzulänglichkeiten in ihrem Lebensprinzip hin. Sie fungieren für uns als eine Art Duftbarometer, das uns in der Duftnuance, die wir riechen, zeigt, wie unser momentaner Ausdruck ihres Prinzips riecht. Man kann sich vorstellen, dass es für ein himmlisches und ebenso duftendes Ölwesen wie dem Rosenöl keine Freude ist, wenn es uns einen Uringestank oder Schimmelgeruch zu spiegeln hat. Es ist sein eigenes Prinzip, in so umgekippter, verunstalteter Weise für uns darstellen muss, weil das gerade unser momentaner Ausdruck seines hohen Prinzips ist. Die ätherischen Ölwesen liefern sich uns somit komplett aus, damit wir an ihnen lernen, an ihnen aufwachen können. Dabei stellen sie es vollständig in unsere Freiheit, ob wir etwas verändern und lernen wollen oder ob wir abgestoßen von dem Geruch und in Unkenntnis seiner Bedeutung uns einfach abwenden. Die Ölwesen spiegeln uns im Duft, welche Reinheit und welches Bewusstsein wir uns in ihrem Lebensprinzip bereits erarbeitet haben. Nicht umsonst sagen wir, wenn wir spüren, eine Angelegenheit ist moralisch in hohem Maße unsauber, dass sie stinkt. Natürlich stinkt sie nicht physisch, aber sie stinkt seelisch-geistig. Wir drücken damit eine Seelenrealität aus. Und das ist es nochmal, was ich auf den Punkt bringen will. Das Wichtigste ist, es sind zwei Dinge. Das Wichtigste ist, mit den Ölen zu arbeiten, die dir stinken. Mhm. Und das klingt so nach Aufwand. Eigentlich musst du nur das Fläschchen öffnen und du musst irgendwie in irgendeiner Form das Öl riechen. Mhm. Aber geht es, ich meine, man darf es ja in der Hand verreiben. Geht es nicht, dann... Es verteilt sich im ganzen Körper, das ist sowieso, das ist sowieso dann überall präsent. Aber also wenn ich das nicht riechen, gar nicht riechen kann, kann ich das irgendwo an den Füßen vielleicht verteilen. Zum Beispiel, für das den ist Anfang. Super Idee, das mal mit den Füßen, mit den Fußsohlen zu machen, da erreichst du sowieso über die Fußreflexzonen auch wieder das ganze System, die ganzen Meridiane, da ist es auch echt ein perfekter Ort, um damit zu starten. Aber es ist nicht nur so, dass du das Öl oder die Öle auswählen solltest, die dir wirklich stinken, wenn du vorankommen willst, wenn du dich eigenverantwortlich um deine Weiterentwicklung emotional und spirituell kümmern möchtest, sondern es macht natürlich auch Sinn, die Öle zu verwenden, die wirklich absolut wohltuend und stärkend riechen, die dir Kraft geben und in die du dich verliebst. Das war bei mir von Anfang an das Zedernholzöl und das ist es auch heute noch. Das ist bei vielen anderen Leuten, ist es dieses Stress Away hier. Also ich kenne kaum jemanden, der diese Ölmischung nicht riechen kann und nicht riechen mag, weil, also da ist zum Beispiel das teuerste Öl drin, was es überhaupt gibt, da ist die Vanille mit drin. Ja. Mhm. Da ist auch Zedernholzöl drin, da ist Lavendel drin, da ist Limette drin, da sind verschiedene Öle drin, die dir helfen, im Alltag auch vielleicht in stressigen Situationen bei dir zu bleiben, in deiner Mitte zu bleiben. Mhm. Und gleichzeitig ist es so sanft und so angenehm, dass man sich wirklich da reinkuscheln möchte. Das ist, wenn ihr hellsichtig und hellfühlig seid, dann riecht jetzt mal mit. Boah, das ist wie so eine Blüte, die aufgeht, wenn du das riechst. Also das ist so wunderschön himmlisch, diese Ölmischung. Das ist eine Komposition, das ist wie so eine Sinfonie aus Klängen und aus... Ja, du hast es ja auch, genau, du kannst ja auch mal dran riechen. Ja, das ist so. Ja, so wie du es beschrieben hast, einfach. Man muss einfach dran riechen. Das ist zum Dahinschmelzen einfach, dieses Stress-Away. Und ich kenne viele Leute, die haben es wirklich jeden Tag in der Hosentasche, weil sie das im Alltag einfach brauchen, weil es denen so viel Halt gibt, gerade in dieser chaotischen Zeit, in der wir ja sowieso jetzt gerade sind, in der es für viele Leute wirklich schwierig ist, bei sich zu bleiben und dann doch irgendwie gut drauf zu sein. Viele haben ja jetzt auch leider noch Ängste, aber gut. Da hilft es ja auch, wenn man sich entspannt körperlich, dann wird auch die Seele ruhiger. Das ist sowieso eine schöne Geschichte. Ich meine, ich habe gerade gesagt, da ist die Limette drin,
Die Zitrusöle, ja, die Zitrone zum Beispiel, ja, das sind die ganzen Zitrusöle, das sind Happy-Öle. Das sind Öle, die riechst du und das fühlt sich an, das vielleicht, wenn du schon sowas auch, wenn du so innere Bilder bekommst, das ist wie die Sonne, die du riechst, ja, die Sonne, die du in der Flasche dabei hast. Du hast quasi dieses Zitrusöl in der Hosentasche, du hast irgendwie, ja, wenn du irgendwie nicht so ganz so gut drauf bist, dann machst du dir einen Tropfen auf die Hand, verreibst es dreimal rechts rum, inhalierst das. Und schon denkst du nicht mehr an das schlechte Wetter da draußen, an dieses Gewitter und an das Chaos, sondern du bist direkt irgendwie so wie in so einem Kurzurlaub. Und das ist was wir Menschen uns wirklich gönnen dürfen. Also das ist wie frisch geriebene Zitrone, sofort auf die Hand und einfach herrlich. Meine Tochter, die benutzt es jeden Tag. Ich muss wieder was nachbestellen. Ja, das ist aber auch was wir uns wert sein sollten. Ich meine, die Zitrusöle, die kosten kaum was. Das sind die günstigsten, die wir haben. Aber dieser Genussfaktor einfach, den Genuss wieder zurück in den Alltag zu bringen, das ist so viel wert, wenn du nicht nur Trübsal bläst und die ganze Zeit in der Ecke liegst und schlecht drauf bist, sondern wenn du dir selbst sagst, okay, und jetzt gönne ich mir mal wirklich ein liebevolles, ein freudvolles, ein lichtvolles, ein lebendiges Leben. Dann sind diese Öle ein so guter Begleiter, die dir helfen, wirklich mehr vielleicht aus dir zu machen, mehr aus deinem Alltag zu machen. Das hebt ja einen. Man geht, bei guter Laune geht man aufrechter, man strahlt einfach mehr Freude aus. Du weißt, wie es ist, wenn draußen die Sonne scheint, nach 3 Wochen verregnetem Herbstwetter oder sowas. Wenn es im Herbst regnet, dann bist du auch schlechter drauf. Wenn die Sonne scheint, bist du besser drauf. Du gehst raus, du gehst spazieren, du bist lebendiger. Und diese Zitrusöle, auch das Orangenöl, das sind ja Öle, die enorm viel Sonnenenergie gespeichert haben. Und das kannst du ja auch, das ist quasi sowas, was man sehen kann. Also ich kenne viele Leute, die inhalieren so ein Zitrusöl und die sehen sofort ein helles Licht. Und oftmals beschreiben die, boah, das geht wie so ein Licht, wie so eine Taschenlampe, also wie quasi die Sonne, strahlt es durch das eigene System hindurch und entfernt da vielleicht auch energetische Dinge, die da nicht hingehören und sowas. Und das ist so viel wert in der jetzigen Zeit, wo die Schwingung ja auf dem Planeten sowieso konstant immer höher geht, da dürfen wir auch mitgehen. Und dann können wir es uns auch erleichtern, indem wir zum Beispiel mit solchen ätherischen Ölen, mit Zitrusölen oder sowas mitgehen, um die Frequenz an sich bei uns anzuheben, weil diese Öle, die haben ja eine wesentlich viel höhere Frequenz als zum Beispiel die Kräuter, aus denen sie gewonnen werden, oder als die Pflanzen, weil die so hochpotent sind. So ein ätherisches Öl, das ist 100 bis 10.000 Mal stärker als die Pflanzen, aus denen sie gewonnen werden. Und das... Okay. Das hat halt eine Power. Wenn du dann halt dieses Öl hast und es ist nicht gestreckt, also wenn es wirklich sauber, rein und nicht gestreckt ist, dann kannst du damit, dann hast du eine Schwingung, eine Schwingungserhöhung, die du selbst erleben kannst, wenn du das dann inhalierst und boah, das befreit die Aura, das befreit die Chakren, stellt den Fluss wieder her, verbindet dich mehr, stärker mit dem höheren Selbst. Also das ist so schön. Deswegen freue ich mich auch darüber, so authentisch sein zu können, indem ich diese Öle weiterempfehle. Weil ich vor vielen, vielen Jahren schon beschlossen habe, ich will nie irgendwas als Geldverdienst nutzen, worunter irgendjemand zu leiden hat. Ich will was machen, wovon jeder profitiert. Und das ist mit den Ölen, da habe ich das Beste gefunden, was ich nur finden konnte. Also ich kenne nichts Besseres. Und deswegen ist es so schön, das weiterzuempfehlen. Und auch so schön zu sehen, wie die Leute sich verändern. Wenn man die Leute kennenlernt, in so einem Vortrag. Vor und nachher sozusagen. Du vertropfst die Öle, die Leute inhalieren das, sitzen vorher noch mit verschränkten Armen da, weil die denken, der will mir hier irgendwas verkaufen und sowas. Und auf einmal merken die, nee, der will einfach nur die Flasche öffnen und die Öltropfen rumreichen und dann machen die Öle die Arbeit. Das ist das Schöne hier dran. Die Öle sind lebendig, sind beseelt und arbeiten selbstständig, wenn du das Fläschchen aufschraubst. Wenn du es nicht aufschraubst, dann... Ja, dann hat man was verpasst. Ja, das stimmt. Ja, wir sind schon ziemlich gut mit der Zeit vorangegangen. Hast du noch was zu sagen, was du den Menschen ans Herz legen würdest, was du ihnen praktisch mitgeben würdest aus diesem Video? Genau, also das Praktischste, am sinnvollsten, das Wichtigste Öl, gerade für jemanden, der jetzt mehr so spirituell sich weiterentwickeln möchte, sich entfalten möchte, das ist das Weihrauchöl. Das Weihrauchöl, was übrigens auch in dem Starter-Set mit drin ist, das ist das Öl, mit dem ich, mich selbst energetisch reinige, wenn im Alltag irgendwas ist, wo ich sage, boah, also da sind ein paar fremde Energien, die brauche ich jetzt nicht mehr, weil das hat mit die höchste Schwingung, das Weihrauchöl. Wenn du das auf die Hand tropfst, in der Aura verteilst, auf der Stirn, auf verschiedenen Chakren aufträgst, inhalierst, dann bist du innerhalb von Sekunden komplett anders drauf. Und das ist das Öl, was ich auch empfehlen würde, dann vorm Schlafengehen auf den Fußsohlen aufzutragen. Weil das versiegelt energetisch gesehen das eigene System, sodass man
ich sag mal, sodass man wahrscheinlich schönere Träume haben dürfte und sodass man auch vielleicht mehr, Schritt für Schritt, mehr seiner Fähigkeiten entfaltet, wenn man das auf den Fuß aufträgt und auch inhaliert. Das Weihrauchöl, das macht den Zugang zum Höheren selbst viel, viel freier. Und da, ich denke, das ist ein Punkt, wo sowieso viele Leute ansetzen sollten, die jetzt vielleicht jetzt gerade anfangen, in den spirituellen Bereich reinzugehen oder da auch schon länger drin sind und einfach irgendwie nochmal so diesen nächsten Kick brauchen. Mhm. Der ist mit Weihrauchöl auf jeden Fall super gut machbar. Ja, und selbst wenn jemand zuschaut oder zuhört, der nicht spirituell unterwegs ist, macht überhaupt nichts aus. Es riecht total gut und es ist trotzdem genauso effektiv wie bei jedem anderen Menschen. Also ich muss dazu sagen, es gibt viele Leute, die schrecken davor zurück, Weihrauchöl anzuwenden, weil die denken, boah, das ist doch das, was wir so aus der Kirche kennen. Nee, das ist nicht das, was du aus der Kirche kennst. Das ist komplett anders. Also das hier, das ist so klar, so energetisch sauber und rein. Die Qualität von Weihrauchöl wirst du wahrscheinlich noch nie irgendwo gerochen haben. Wenn du das riechst, dann weißt du, das ist der Inbegriff von energetischer Sauberkeit. Und genau, das wünsche ich jedem mal kennenzulernen. So. Ah, das ist ja. Du machst echt. Oh. So, ich muss jetzt auch mal riechen. So, ich würde mal sagen, damit, die Lisa muss auch riechen. Die ist auch verrückt nach den Ölen. Die hat gerochen, dass wir hier über Öl reden. So, ich würde mal sagen, super. Danke, Manuel. Ich denke, die Zuhörer oder die Zuschauer, die konnten durch deine Worte das so ein bisschen erahnen, wie es sein kann, wenn man diese wunderbaren Öle einfach inhalieren kann und darf. Und falls ihr noch mehr davon haben wollt, wissen wollt, also unten, da ist alles verlinkt, da könnt ihr uns erreichen, telefonisch oder schriftlich, wie ihr mögt. Und danke dir, lieber Manuel, vielen lieben Dank und bis irgendwann. Ciao. Ja, ciao. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer da draußen an den Endgeräten, ich hoffe, Ihnen hat der Beitrag gut gefallen und wir würden uns freuen, wenn Sie unseren Podcast abonnieren würden. Wir würden uns außerdem freuen, wenn Sie unseren Podcast an Ihre Freunde, Bekannte und an Ihre Familie weiterempfehlen. Und freuen Sie sich schon auf den nächsten Beitrag, immer freitags für Sie online. Das war Ihr Andreas Kollos hier in der Redaktion und vor dem Mikrofon. Ihnen und Ihren Lieben eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Podcast.